Hey Leute, hier ist wieder euer Onkel Wu und ich begrüße euch heute recht herzlich zu Let's Play Aoni. Yo, ich bin wieder zurück als Let's Player. Mein Freund Bitsbyte hat mich dazu motiviert. Wir planen auch schon ein Let's Play Together Portal 2. Darauf freue ich mich schon richtig, aber heute lasst uns einfach auf Aoni fokussieren. Also, Aoni ist ein Indie-RPG-Horror-Game, was ich vor einer etlichen Weile gezockt habe, aber um ganz ehrlich zu sein, ich habe mindestens 100% von dem Game vergessen, also lasst uns einfach ein neues Spiel starten. Wie ist der Name? Wir belassen es einfach mal bei Hiroshi. Das Game ist auf Englisch, aber ich probiere wirklich das meiste zu übersetzen. Und dann fangen wir auch gleich mal an. Wir hörten ein paar Gerüchte über ein Haus on the outskirts of town. Sie sagen, dort lebt ein Monster. Denglisch sollte Weltsprache werden, ich sag's euch immer wieder. Takuro, es ist viel schöner hier drin. Mika, geht's nur mir so oder ist es kalt drin? Takeshi, hey, lasst uns rausgehen. Takuro, was ist los, Takeshi? Hast du etwa Angst? Okay. Hey, lasst uns rausgehen. So dumm. Es gibt keinen Weg, dass Monster existieren können. Es ist einfach unmöglich. Hey, Hiroshi! Sei bitte vorsichtig. So, und da sind wir auch schon. Die Tür ist verschlossen. Gut, also wir spielen Hiroshi. Und in diesem Game geht es darum, Items zu sammeln und Rätsel zu lösen. Allerdings gibt es einen kleinen Haken. Eine Scherbe. Wir werden von einem Monster verfolgt, das ziemlich komisch aussieht und ich bekomme jedes Mal, wenn ich daran denke, Albträume. Yeah, ist das nicht wundervoll? So, dann gucken wir mal. Hallo? Leute? Das gefällt mir nicht. Und das gefällt mir noch weniger. Sie geht nicht auf. Die geht auch nicht auf. Zum Glück. So, die geht auch nicht auf, sondern gehen wir mal in die zweite Etage. Hier müsste der Raumplan sein. Oder der Hausplan, genau, wo die ganzen Räume alles sind. Gut, müsste ich eigentlich noch kennen. So, was haben wir hier? Ist hier irgendwas? Hier was? Hier was. Oh Mann. Hallo. Shivering. Takeshi? Shivering. Wo sind die anderen? Shivering. Kannst auch was anderes sagen. Genau, Hiroshi. Oh. Library Key. Auf zur Bibliothek. Die ist in der im Erdgeschoss, das weiß ich noch, genau. Aber erst gucken wir mal, was es hier noch so Schönes gibt. Gut, hier gibt's nichts. Auch nicht. Gut, auf zur Bücherei. Mein nächstes Projekt wird dann auch wieder ein Indie-RPG-Horror-Game sein. Ich habe mir vorgenommen, jetzt erstmal nur solche Spiele zu spielen, weil ich sie einfach liebe. Und mein nächstes wird auch eins meiner Lieblingsspiele sein. Und zwar Ip. Ip habe ich sehr gerne gespielt und ja, ich möchte die Freude auch mit euch teilen. Aber zuerst, oh, Uni, auf geht's. Und da ist das Viech, was ich angesprochen habe. Nein. Es kann in Wänden verschwinden. Das ist nicht cool. Irgendwas? Nein. Aha! Bedroom Key. Okay. Nein! Okay, jetzt geht's schon los. Jetzt geht's schon los. Wir werden von dem Vieh verfolgt. Und
Ich glaube, ich weiß noch, wie es geht. Ich hoffe es. Bitte geh weg. Bitte. Ja. Danke. Danke. Ja, ich liebe es einfach bloß. Okay. Wenn mich nicht alles täuscht, könnte man das Bett hier wegschieben. Genau. Aber an dem Bett ging nichts mehr. Autsch. Na klar. Eine Etage runterfallen und ich laufe immer noch wie Usain Bolt. Alles klar. Leider bin ich nicht schwarz. Also passt der Effekt nicht. Hier war ein Code. Und hier ist ein Blutfleck. Gut. Dann lasst uns mal gucken, ob wir vielleicht... Da ist ein Item. Handkerchief. Auch bekannt als... Es müsste ein Taschentuch sein, glaube ich. Hier geht's wieder. Genau. So, hier irgendwas. Okay. Hier ist nichts. Dann gucken wir mal nach unten. Takeshi ist auch verschwunden. Das ist kein gutes Zeichen, denke ich mal. Und die Tür ist offen. Ist hier irgendwas? So, jetzt nehme ich erstmal ein schönes Bad. Ich sagte Bad nehmen und nicht Stöpsel rausziehen. Okay. Ich fand das Item Philips Head Screwdriver. Das ist ein Schraubenschlüssel. Und Seife. okay. So. Geht's auch weiter, aber da habe ich gerade keinen Bock zu. Also nehme ich erst mal... Ich glaube, man konnte auch Items kombinieren. Die Seife über das Taschentuch, genau. Und jetzt konnte man... Genau, und dann kam so ein Code. Ah! Ah, oh mein Gott! Nein, lauf, lauf, bitte lauf! Oh mein Gott! Bitte lauf doch! Nein. Okay. Zum Glück hatte ich so ein Scheiß-Safe noch von vorhin. Tut mir leid. Gut, jetzt aber. Ich sag's euch. Jetzt kriegt mich das Scheiß-Vieh nicht. Drei, zwei, eins, go! Go! Du kriegst mich diesmal nicht. Nein. Vergiss es. Ich bin schneller und schlauer als du. Du kriegst mich niemals. Nein. Was? Immer noch nicht. Oh, Leute. Ich hasse es. Ich hasse es wirklich. Save. So. 1, 7, 6. 176. Das sieht aus wie Tasten, aber ich habe keine 4, sondern plus 3. Eins, sieben, sechs, nochmal. 176. Okay, dann nochmal. Also 1, 7, diese X. 1, 7, 6. Verdammt. Nochmal. 1, 7. Das müsste, glaube ich, eine 1 sein. Hier eine 6 und hier eine 9. Ha! Ich bin einfach genial. Kids Bedroom Key.
darauf ein fucking Safe. Okay, Kids Bedroom. Ich probier's einfach mal oben links. Tatsächlich. Huch, wer bist denn du? Hallöchen. Mika, Hiroshi! Du bist okay. Wo sind die anderen? Ich weiß nicht. Wir wurden getrennt. Oh, echt? Warte hier einfach. Okay, ich warte hier. So. Oh, den kann man... Da oben ist ein Item. Du gehörst mir, was auch immer du verdammt nochmal bist. Leiterfluid. Leiter, das war, glaube ich, das... Feuerzeug war es, glaube ich, Leiter. Ich glaube schon, ja. Okay, dann lasst uns einfach mal hier reingucken. Und vorher safe ich, bevor ich mir wieder in die Hosen scheiße. Woo! Hier ist zu, okay. Was haben wir denn hier? Ich lang. Ist irgendwas? Nein. Ich hab's hier. Oh mein Gott! Ich hab's gewusst! Ich hab's sowas von gewusst, ey! Bitte bleib weg! Bitte bleib doch weg! Bitte bleib weg! Ah! Bitte bleib weg! Ich hab dir nichts getan! Die Nacht mit deiner Mutter war wunderschön! Oh. Oh. Danke! Okay. Ich hasse es. Man weiß nie, wo es herkommt. Man weiß nie, wo es hingeht. Geht's hier lang? Nein. Geht's hier lang? Nein. Das ist ein Item. Leiter. Da ist es doch. Leiterfluid. Fill the lighter with fluid. Klar, wieso nicht? So, was haben wir denn jetzt noch nicht gemacht? Okay. Dann werde ich mal... Da haben wir alles. Da haben wir auch alles. Okay. Dann gucken wir einfach mal. Vielleicht haben wir oben noch irgendwas übersehen. Ich weiß es nicht. Kann ich irgendwas verwenden? Vielleicht... Oh! Doorknob. Okay, ich habe jetzt einen Türknauf geklaut. Cool. Freut mich. Okay. Ich guck dann noch mal ein bisschen rum. Vielleicht finde ich ja noch was. Vielleicht ist in der Bücherei noch was. Sieht nicht so aus. Okay, dann wird mal weiter. Okay, ich glaube, ich habe eine Idee, was jetzt sein könnte. Natürlich habe ich gerade nicht geschummelt oder sowas. Ich habe ich alles, natürlich, weil ich, ja. Something seems off about this wallpaper. Wie wäre es, wenn wir mal probieren, das Ding einzureißen? Oho! Oh mein Gott! Da gibt's keinen Türknauf. Ich kann die Tür nicht öffnen. Aber Moment mal, ich hab doch einen Türknauf. Aha! So, das ist eine Tür? Okay. Na dann mal rein. Hallo? Es funktioniert! Was haben wir denn hier? There's a candle. Wow! Okay. Ich habe Licht gemacht. Ich habe Licht gemacht. Da drüben ist ein Raum. Oben rechts sieht man's. Ich habe keine Ahnung, wie ich da jetzt hinkommen soll. Ich klicke einfach mal auf was. Na sicher! Ist ja klar. Ich save mal kurz eine Runde, nicht, dass da irgendwas passiert. Halt, 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 halt. Ich weiß jetzt genau, was kommt. Nicht mit mir.
Ich hab's genau gewusst. Ha, 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 ja, ja, oh ja, ha, ha. Nein, 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 du kommst hier nicht rein, du kommst hier nicht rein. Geiler Arsch. Oh mein Gott, was war denn das jetzt? Ich hoffe, er ist weg. Nein, das geht nicht. Okay, ein Save, ein Save. Einfach saven. Bei Auroni weiß man nie. Gut, geht das jetzt auf? Ah. Was zur... Das war Mika. Auf zu Mika. Vorher save ich, bevor mir wieder irgendein Dreck passiert, was sowieso passieren wird. Mika, was ist los? Uah, was machst du da? Fucking run for your life. Oh Mann, warum konntest du nicht bei Mika bleiben? Egal, was du ihr angetan hast. Das sah sowas von eklig aus. War mir voll game egal. Oh mein Gott, ich sollte nicht so schnell reden, sonst verschreibst du mich hier übel. Geh weg. Es klappt jedes Mal. Ich liebe das Piano. Ich kann kein Piano spielen, aber ich liebe das Piano. Save. So. Auf geht's. Vielleicht sollte ich erstmal gucken, wie es Mika geht. Ich glaube, sie ist tot. Oder sie hat einfach ihre Jungfräulichkeit verloren, aber... Sie ist tot. Verdammt. Mika, nein! Wen habe ich denn jetzt noch verloren? Ich habe Takeshi verloren. Ich habe Mika verloren. Und das ist ein Item. Juhu! Mein Leben hat wieder einen Sinn. Was haben wir denn hier? Da ist auch ein Item. Hurra! Vielleicht komme ich mit dem Stuhl denn. Das klappt echt. Ich glaub's nicht. Ich glaub's nicht. Trollalalalalala. Ich liebe es, Stühle hin und her zu schieben. Das macht sowas von Spaß. Und I found the item basement jail key. Lol, Mika? Oh mein Gott! Jetzt siehst du noch hässlicher aus als vorher. Was geht eigentlich gar nicht? Oh mein Gott, bitte lauf, bitte lauf, bitte lauf, bitte lauf, bitte lauf, bitte lauf, bitte lauf. Oh mein Gott, nein, ich hasse ihn, ich hasse ihn, ich hasse es, was auch immer sein soll. Das mit der Mutter habe ich nicht ernst gemeint. Ich meine, sie ist voll hässlich. Oh Scheiße, das hätte ich nicht sagen sollen. Piano, du rettest mich jedes verdammte Mal. Deswegen liebe ich dich. Ich liebe dich, Piano. So, ich nehme mal den Stuhl und probiere jetzt das Item von da drinnen zu holen. Ich hoffe, das funktioniert auch so. Ja, das funktioniert, genau. Flathead. Keine Ahnung, was das sein soll. Auf jeden Fall heißt es Saven, glaube ich. Was haben wir denn hier? Okay. Okay. Ist nichts. Jetzt ist wieder dunkel. Aha! Ja, ich möchte es entzünden. Was zur Hölle ist das? Hi. Wie geht's dir? Bist du auch so allein wie ich? Bist du auch mit 4 anderen Freunden hergekommen und hast alle verloren? Bist du traurig? Möchtest du über deine... Oh mein Gott, was zur Hölle? Das sieht so aus, als ob ich... Bitte klapp. 5, 3, 7, 6. Ich liebe es einfach. 5, 3, 7, 6. Gut, jetzt muss ich bloß noch gucken, wo ich den Code anwenden kann. 5, 3, 7, 6. 5, 3, 7, 6. Ist hier irgendwas? Ich klicke einfach wieder wahllos irgendwelche Sachen an und hoffe, dass irgendwas passiert.
Ah! Verdammt. Aber das... Ja, bitte. Wie jetzt? Ach so, verstehe. Alles klar?